Hallo meine Lieben, ihr habt euch wieder ein Retro-Video gewünscht. Ich begrüße euch recht herzlich eben nicht aus meiner Psychotherapie-Praxis, sondern so wie ihr es ja gerne mögt, aus dem Auto, ohne jetzt zu oft zu euch zu gucken. Ihr wisst aus Sicherheitsgründen. Es ist Sonntag, ich bin unterwegs und habe null Bock momentan. Ja, auch Psychotherapeutinnen haben manchmal diese Null-Bock-Stimmung. Und ich möchte heute ein Thema zum Anlass nehmen, dieses Video zu drehen. Und zwar das Thema Narzissmus. Da gibt es ja hinlänglich viele Kanäle drüber, die sich vielleicht sogar ausschließlich mit Narzissmus beschäftigen. Ich habe auch sehr viel Bekanntschaft mit Narzissmus gemacht in meinem Leben, will aber nicht näher ausführen, wer das jetzt in meinem Umfeld war oder ist oder gewesen ist oder wie auch immer. Natürlich habe ich ganz, ganz viele Klientinnen und Klienten, Patientinnen und Patienten in meinen Praxen, die mit diesem Narzissmusproblem kommen. Und zwar ist es meist ein Problem der Co-Abhängigkeit. Das heißt, sie können sich nicht von ihren Narzisstinnen lösen. Sie haben noch immer das Gefühl, für diese narzisstischen Mitmenschen da sein zu müssen und haben ein furchtbar schlechtes Gefühl, wenn sie nicht für sie da sind. Ich möchte aber in diesem Video auf einen bestimmten Aspekt des Narzissmus eingehen, und zwar auf diesen unglaublichen Aspekt, den ich selber in meinem Leben immer wieder von neuem bestaunt habe. Ich war mal mit einem extrem narzisstischen Menschen zusammen, ja, ich selber vor vielen Jahren, der in einem ähnlichen Beruf war wie ich, ja, wie ich jetzt bin. Also ich führe das jetzt nicht ganz näher aus, weil er soll ja nicht erkennbar sein. Aber es war ganz krass. Also es heißt nicht, wenn jemand in einem helfenden oder heilenden Beruf ist oder in einem sozialen Beruf, dass er deswegen kein Narzisst sein kann. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich will jetzt aber auch nicht behaupten, dass gerade diese Berufsgruppe besonders narzisstisch ist. An sich muss man ja sagen, Narzissmus ist etwas sehr Gesundes. Kein Mensch könnte sich durchsetzen, könnte seine Ziele verfolgen, könnte auf sich selbst gut achten, könnte sich in Selbstfürsorge üben, könnte sich abgrenzen, wenn er nicht eine gesunde Portion Narzissmus hätte. Also Narzissmus ist per se für sich genommen überhaupt nichts Schlechtes. Und man soll auf gar keinen Fall zum Opfermenschen werden, wie ich das in meinem Buch genannt habe, die Beziehungsformel. Wer es noch nicht kennt, ja, also Opfermensch ist auch nicht gut. Das ist genauso doof wie Narzissmus, wenn du so willst. Der Aspekt, der mir jetzt am Herzen liegt in diesem Video, ist der Aspekt des Narzissmus, der sich da nennt, man fühlt sich, nachdem man mit einem Narzissten, einer Narzisstin zusammen war, ausgetrunken, entleert, möchte weinen, weint auch oft, ist hochemotional und kommt immer wieder als Co-Abhängiger eines Narzissten, der auch die Allüren, die Verhaltensmuster, die peinigenden, quälenden Verhaltensmuster des Narzissten überhaupt erst möglich macht, als Co-Abhängiger eines solchen Narzissten fühlt man sich eben nach dem Zusammensein. Das kann oft ein fünfminütiges oder ein paarstündiges Zusammensein gewesen sein. Man fühlt sich dann wertlos, leer, depressiv, traurig, antriebslos, möchte keine Menschen sehen, ist sprachlos und kann vor allem nicht in Worte fassen, was es eigentlich war. Jetzt will ich dir erklären, was da passiert, wenn du mit deinem narzisstischen Mitmenschen, deinem Liebsten oder deiner Mutter oder wer immer dieser Narzisst ist, was da passiert, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist. Also zunächst einmal ist ein Narzisst in aller Regel, ich will jetzt Menschen nicht über den Kamm scheren, aber ich sage jetzt tendenziell von den Eigenschaften her ist es nun mal so. In aller Regel ist ein Narzisst sehr, sehr schlau, spürsinnig und auch einfühlsam auf eine eben narzisstische Art und Weise. Er ist nicht empathisch einfühlsam, aber er kann sich gut in deine Psyche einfühlen, deine Wünsche erraten und er holt dich genau da ab, wo du abgeholt werden möchtest. Das heißt, du schwebst auf Wolke 7, du bist im Glück, wenn du mit ihm zusammen bist. Und ich spreche jetzt nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern ich spreche auch von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Beziehungen oder auch von Geschwisterbeziehungen oder auch von anderen Verwandtschaftsverhältnissen oder auch Chef und Mitarbeiterin, wie auch immer, oder Chefin und Mitarbeiter.
das hat auch nichts Geschlechtsspezifisches, sondern eine narzisstische Beziehungskonstellation besteht aus einem Narzissten und einem Co-Abhängigen dieses Narzissten. Und der Co-Abhängige macht das narzisstische Verhalten überhaupt erst möglich, sodass meine Theorie dahin geht, dass auch in dem Co-Abhängigen Menschen, also in dir, die du oder der du dich dann so furchtbar elend und leer fühlst, nachdem du mit deinem Narzissten zusammen warst, dass auch in dir verschüttet narzisstische Züge da sind und auch eine Art Selbstüberschätzung. Ja, und da sind wir am Punkt, das ist das Krankhafte, das ich dir ankreiden kann, ja, wo du dich sozusagen am Krawattchen, am Schlips nehmen müsstest, denn du machst das narzisstische Verhalten möglich, indem du dich heillos selbst überschätzt, heillos selbst überforderst und dir zumutest, den Narzissten zu retten, den Narzissten zu domestizieren, den Narzissten zu zähmen, ihm zu zeigen, wie schön die Welt ist, ihm zu zeigen, wie lieb die Menschen sind, ihn aus seiner Empathielosigkeit zu holen. Du glaubst, du bist diejenige oder derjenige, der das schafft. Und das ist der große Fehler. Und der Narzisst, wie gesagt, ist am Anfang, und ich meine jetzt Anfang nicht das Verliebtheitsstadium Nummer 1, wenn man sich gerade erst kennenlernt, da ist es natürlich auch so, sondern ich meine jede neue Begegnung, die du mit ihm oder ihr hast, dann ist er am Anfang so, wie du dir es im Märchen wünschen würdest. Also er ist die Erfüllung deiner verbotenen Träume, deswegen verbotenen Träume, weil du es nie für möglich gehalten hättest, dass das jemals real werden könnte. Und dann steht er oder sie vor dir und ist sozusagen genau das, was du nicht zu träumen wagtest. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es deutlich zu machen. Und dann kommt der Absturz. Eben weil du im Hype der Gefühle warst, eben weil du am Zenit deiner Begierde, deiner Sehnsucht angekommen zu sein glaubtest, ist dann die Bruchlandung umso härter und ungedämpfter, wenn es sich dann runterschleudert von Wolke 7 und du erkennst, dass das alles nur Bluff war, dass du verarscht wurdest, dass du dir selber ein Bein gestellt hast, und dann kann es sein, dass du aggressiv wirst, und dann kann es sein, dass du dich in eine Spirale der Selbstentwertung hineinbegibst, indem du dir auch noch Vorwürfe machst, wieso habe ich es nicht erkannt, wieso habe ich mich dafür hergegeben, wieso werde ich jetzt schon wieder benutzt, wieso verlässt er mich, wieso, in Wirklichkeit verlässt er dich ja nicht, das ist wieder ein eigenes Kapitel, er oder sie verlässt dich ja nicht, sondern er oder sie bringt dich nur in ständige Verlustangst. Er oder sie bringt dich in ständige Angst, dass etwas passiert, das du nicht kontrollieren, dessen du nicht habhaft werden kannst. Also es ist ein ständiges Ohnmachtsgefühl, und deswegen, wenn du mit ihm oder ihr zusammen warst, fühlst du dich danach, wie wenn du gegen ein Heer von völlig verrückten Mutanten gekämpft hättest. Ja, verstehst du, was ich meine? Also es ist ein absurdes Szenario. Der Narzisst ist niemals empathisch im Sinne von, dass er dann deine Hand nimmt und sagt, Entschuldigung, ich wollte das nicht, ich sehe, du bist total verzweifelt. Im Gegenteil, er wendet sich kaltblütig von dir ab, wenn er Schwäche riecht. Instinktiv wendet er sich dann von dir ab, beziehungsweise triggert dich noch mehr, indem er sich abwendet. Und es kann sogar passieren, dass manche co-abhängigen Personen dann zu betteln beginnen, den Narzissten anflehen, wieder gut, wieder lieb zu sein, wieder so zu sein wie vorher, dass sie Fehler eingestehen. Ja, jetzt kommst du, gestehst einen Fehler ein, den du gar nicht begangen hast, nur um den Narzissten milde zu stimmen, nur um ihn zu gewinnen, nur um diese Schein- und Pseudo- Zufriedenheit in eurer Beziehung wiederherzustellen. Ob das jetzt deine Mutter ist oder dein Freund, ist völlig egal. Es geht immer um dieses sich unterwerfen, sich aufgeben müssen, damit der Narzisst zufrieden ist. Also er kann es wunderbar, dir Schuldgefühle zu machen. Er verdreht dir das Wort im Mund. Er ist ein Künstler in der Manipulation, und deswegen gibt's nur eins, sich aus der Situation rauszunehmen, auf Abstand zu gehen, nicht mehr hinzuschauen, denn das tut nur weh, sondern erst mit Abstand hinzuschauen, sondern in der akuten Phase, wenn du dich leer, depressiv und vielleicht sogar suizidal fühlst, weil dich der Narzisst so gestresst hat, weil er dich so fertig gemacht hat und weil nichts mehr von deinem Selbstwertgefühl übrig ist im Moment, da kannst du nur schauen, dass du dich körperlich wieder sammelst, seelisch wieder sammelst, ein Wellnessprogramm startest, Sport machst, dich kurz mal hinlegst, ein Vollbad nimmst, sich duscht, irgendwas Körperbezogenes machst, nur um runterzukommen von dieser verheerenden, verheerenden Wirkung des Narzissten auf dich. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Oft wählt man einen narzisstischen Partner aus, weil man früher einen narzisstischen Elternteil hatte und weil man es nicht anders kennt. Verstehst du, was ich meine? Man macht es ja nicht aus masochistischen Gründen, weil man sich selber Böses will, sondern man macht es, weil man es nur so kennt und weil das das Vertraute ist und weil man gerade auf Narzissten anspringt und Narzissmus
krankhaft. Ich spreche in diesem Video übrigens die ganze Zeit von krankhaften, übersteigerten, also Narzissmus, weil man Narzissmus mit Stärke, mit Macht verwechselt, Macht im positiven Sinne. Man verwechselt den Narzissten mit einem starken, nachahmenswerten Menschen. Und ja, ich brauche jetzt nur zu sagen, denkt an Amerika. Also es ist eine ganz gefährliche Zeit, in der wir leben. Gefährlich, weil diese Zeit immer mehr hin zu einem generellen sozialen Narzissmus tendiert. Also auch unsere Gesellschaft wird immer narzisstischer. Wir werden zum Narzissmus konditioniert, kann man fast sagen. Achtet mal auf die Werbung, achtet mal, was so vor Weihnachten läuft, worauf man konditioniert wird, also worauf wir getrimmt werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch Erfahrungen mit Narzissten in eurem Umfeld gemacht habt, wie ihr von ihnen losgekommen seid, ob ihr dieses leere Gefühl nach dem Zusammensein mit einem Narzissten kennt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, freue mich auf dich.